Ah, hallo Ja, es kommen neue Tutorials, keine Angst. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204. Ganz einfach, ich arbeite seit mehreren Monaten an einem längeren RPG Maker Tutorial, welches langsam aber sicher in die finale Phase kommt. Aber es wird noch einige Zeit dauern. Ich habe versucht, die letzten Monate gefühlt Jahre zu <laughs> ähm, überbrücken mit anderem YouTube-Content, weil das Tutorial doch etwas Zeit in Anspruch nimmt. Und zwar habe ich versucht, ABG Maker ähm, Games zu streamen, wie Stampf wie Starfall oder Paul oder die teuflische Oma, die Wache von ähm, Piggies Event und etc etc Des Weiteren habe ich versucht, mit der Community zusammen zu spielen. Minecraft, ähm, Counter Strike, IO, GeoGesser und so weiter und so fort. Hier wieder Minecraft. Ähm, genau. Ich habe also versucht, Content zu liefern, während ich im Hintergrund an einem Tutorial gearbeitet habe. Allerdings ist mir dabei jetzt aufgefallen, dass der Content immer ich nenne es mal unbeliebter wird tatsächlich. Ich dachte, RPG Maker Games, das ist das ist eine Sache, die ihr gerne guckt, dachte ich ursprünglich. Aber wenn ich so sehe, Starfall 60 Aufrufe, Stamfi 90 Aufrufe, Paul 90 Aufrufe, hier die teuflische Oma die wache noch 140 ähm, und auch äh, Origin hatte noch 117. Und auch hier waren es so um die 100 bei Charon äh, oder Charon, äh, keine Ahnung, und bei dem Spiel vom Bärenbruder. Also da ging es eigentlich noch, aber so richtig der Absturz kam dann mit Paul, Stampy und Starfall. Ich habe also das Gefühl aktuell, dass ihr seit mehreren Wochen keine RPG-Mega-Spiele mehr sehen wollt. Kann sein, dass ich mich irre. Und dann werde ich das, was ich jetzt hier in diesem Video sage, wieder revidieren irgendwann. Aber ich habe das Gefühl aktuell, okay? Ich habe noch Calastellios Spiel angekündigt. Das werde ich auf jeden Fall noch spielen, sobald es rauskommt. Calastellio übrigens, du musst hier mal deine Megapenium-Seite aktualisieren, die ist komplett am Ich komme weder auf, <laughs> auf RPG-Maker-mv.de, die ist komplett down, noch auf ja, irgendwas anderes, was dort verlinkt ist. Irgendwie haut da nichts hin. Gefühlt hier Profil auf RPG-Maker. Ja, keine Ahnung, komme ich nicht hin, gibt ja nicht mehr die Seite und so, ne? Ähm, ja, da musst du mal dran arbeiten. Und ich melde mich mal bei dir. Ähm, bezüglich deinem Spiel, weil das wollte ich ja spielen. Insel der Veränderungen, glaube ich. Oder hast du wieder was Neues? Ich habe keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, du wolltest ein Spiel rausbringen, jetzt demnächst. Und das wollte ich auf jeden Fall spielen. Das habe ich angekündigt. Und ich werde natürlich die Spiele vom Countdown Chaos Jam spielen. Der endet in 23 Tagen. Äh, gebt bitte eure Spieler ab. Und selbst wenn ihr noch kein Spiel in Bearbeitung habt, ihr könnt... In 23 Tagen auf jeden Fall noch was klitze klitze Kleines vielleicht zu Recht ähm, macht da auf jeden Fall mit okay macht da auf jeden Fall mit Link in der Videobeschreibung lest euch auf jeden Fall die Regeln durch selbst wenn ihr bereits äh, in Arbeitszeit also euer Projekt bereits äh, voll am Start habt lest euch auf jeden Fall alles noch mal ausführlich durch damit ihr hier keinen Mist macht okay ganz wichtig Link in der Videobeschreibung lest euch das noch mal durch das werde ich also auf jeden Fall auch spielen des Weiteren kommt auch noch ein neuer Trailer-Showcase mit dann entsprechenden Demo-Versionen von irgendwelchen Spielen, die ich ebenso streamen werde. Das heißt, ich werde vielleicht noch bis Ende Oktober, Pi mal Daumen, werde ich vielleicht noch RPG-Maker-Spiele streamen. Und ich habe das Gefühl, dass sich an der Beliebtheit bis dahin nichts ändern wird. Falls doch, werde ich das natürlich revidieren. Aber falls nicht, dann fällt das weg. Stattdessen kommt anderer Content. Darüber reden wir gleich. Dann ebenso das gleiche mit den Community-Spielen. Counter-Strike 2, ähm, da haben wir nicht mal mehr zwei Teams vollgekriegt. Wir waren dann 3 gegen 3, ähm, was ziemlich schal war. Auch Scribble.io, Geogesser ähm, lief gar nicht mal so gut. Minecraft lief eigentlich immer relativ gut. Da wird fleißig gebaut und gemacht. Ähm, da habe ich eigentlich keine Probleme. Das werden wir wahrscheinlich auch weitermachen. Also Minecraft werde ich nun wieder noch streamen, aber die anderen Sachen werde ich nicht mehr streamen. Also kein Counter Strike, keine Us, kein Valorant, kein Scrabble.io. Vielleicht irgendwann mal wieder geogesser. Das war ganz witzig eigentlich äh, mal zwischendurch oder so mal eine kleine Runde geht ja immer. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ich denke mal, ich werde damit aufhören. Also das heißt ich werde meine Samstags- und meine Sonntags-Streams spätestens ab Ende Oktober Anfang November komplett wegstreichen und stattdessen kommt anderer Content. Die Community Games hier, Counter Strike etc. Ähm, streiche ich schon diesen Samstag weg. Da machen wir was anderes. Und zwar kommt diesen Samstag live eine Tutorial-Vorbereitung. Wir werden gemeinsam ein kleines Tutorial versuchen vorzubereiten und vielleicht sogar dann auch schon aufzunehmen, damit das nächste Woche dann online gehen kann auf meinem YouTube-Kanal. Yay! Wir machen Tutorials gemeinsam! Ich hoffe, das ist das, was ihr wollt. Okay, cool. Aber ich brauche Content, um ähm, die Zeit zu meinem großen Tutorial weiter zu überbrücken. Das brauche ich einfach, weil da doch sehr viel Arbeit dahinter steckt. Und ich hoffe, dass mein großes Tutorial dann geklickt wird und geliked wird und kommentiert wird. Das könnt ihr übrigens hier auch machen. Lasst ein Like da, lasst ein Comment da. Also kommentiert hier dieses Video direkt hier drunter. Direkt jetzt pausieren das Video und kommentieren. Schreibt einfach, was ihr zu dem Thema denkt. Ähm, ja, cool. So, ähm, ja, was genau habe ich jetzt vor statt der... RPG Maker Spiele, die ich ja immer gestreamt habe. Ganz einfach, ich zeige euch da jetzt einmal mal eine Textdatei. So, was fällt weg? Die Community Game Streams, die waren Samstag 20 Uhr und die RPG Maker Game Streams, die waren Sonntag 20 Uhr. Das fällt weg. Bam, weg. Und stattdessen machen wir Tutorial-Vorbereitung jetzt jeden zweiten Samstag um 20 Uhr. Kann auch sein, dass, es, dass wir nicht ein Tutorial an einem Samstag fertig kriegen, dass wir mehrere Samstage dafür brauchen. Vielleicht streame ich auch mal unter der Woche oder so, je nachdem, wie ich lustig bin. Werde ich dann aber auf jeden Fall alles ankündigen. Und ab Oktober, November werden wir ab werden wir Sonntag ab 20 Uhr, jeden zweiten Sonntag, Pi mal Daumen, ein eigenes Spiel entwickeln. Wir werden zusammen ein Spiel entwickeln. Das bedeutet für euch. Ihr bekommt mehr Tutorials, mehr kleine Tutorials und irgendwann dann auch hoffentlich mein großes. Und ihr bekommt ein Game von mir, was wir gemeinsam entwickeln. Okay? Warum tun wir das? Ganz einfach. Ähm, ich habe jetzt versucht, für den Countdown Chaos Jam ein Spiel zu machen. Habe mich hingesetzt, hier alleine vom Computer. Ähm, und dann habe ich immer so irgendwie gedacht: man, irgendwie ist das total scheiße und langweilig. Es, es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Damals bei Sprunzwars 1 saß ich mit einem Kumpel vor dem Computer. Wir haben gemeinsam ein Spiel gemacht. Wir haben äh, gelacht, Spaß gehabt. Wir haben einfach versucht, ähm, eine lustige Zeit zu verbringen. Wisst ihr, es ging am Ende klar auch ums Spiel, aber auch um die gemeinsame Zeit, die wir bei der Entwicklung verbracht haben. Und ein ähnliches Gefühl, nicht dasselbe, ein ähnliches Gefühl hatte ich auch als wir zusammen das Panzergame gemacht hatten. Das war einfach mega cool. Es hat mega Spaß gemacht, mit euch zusammen sich hinzusetzen, dieses Panzergame zu machen. Guckt euch da auf jeden Fall die Livestreams nochmal an oder schaut da einfach mal rein ein bisschen. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich möchte das mit euch zusammen weiterhin tun. Ich möchte zusammen mit euch ein Spiel entwickeln. Das heißt, ich gebe selber persönlich nichts für den Countdown Chaos Gem ab. Außer das Panzergame, das habe ich bereits abgegeben. Und werde die Idee, die ich habe für diesen Countdown Chaos Jam, die Idee, die ich dafür habe, werde ich mit euch zusammen dann ab Oktober durchführen. Oder November, je nachdem. Mal gucken, okay? Ähm, das ist der aktuelle Plan. Gut. Warum erst im ähm, <laughs> November, Oktober? Na, erst... Äh, Oktober, November rum. Warum dann erst? Ganz einfach, weil im September werde ich dann die ganzen Spiele vom Counter und Chaos Jam streamen. Das heißt, ich habe den kompletten September, bin ich komplett ausgebucht, da habe ich gar keine Zeit für nichts. Da werde ich vielleicht auch keine Tutorials großartig mit euch zusammen machen. Mal schauen, je nachdem, wie ich Zeit finde. Ich versuche natürlich, ähm, also versuche, natürlich mit euch zusammen dann samstags 20 Uhr. Gemeinsam die Tutorials aufzunehmen oder beziehungsweise zu vorzubereiten, je nachdem, wie ich das schaffe. Ähm, kann aber auch sein, dass ich den kompletten Samstag nur spiele, streame aus dem Countdown Chaos Gym. Ähm, und dann im Oktober. Möchte ich den Indie Showcase machen? Wir hatten ja einen kleinen Trailer Showcase im letzten Jahr und ich würde den gerne dieses Jahr auch im Oktober machen. Dann habt ihr den kompletten Samst äh Samstag, Samstag sei schon September, den kompletten September Zeit, einen Trailer zu machen. Ich werde im September dazu auch noch mal ein Video hochladen, wie der Trailer auszusehen haben muss. Also, wie, wie viel Zeit ihr zur Verfügung habt für den Trailer, also wie viel Maximallänge, wie viel Minimallänge der Trailer haben darf und was im Trailer zu sehen sein muss, was im Trailer nicht zu sehen sein darf und so weiter. Also die Regeln auf gut Deutsch für die Trailer. Ich würde gerne nämlich nochmal so ein Trailer-Event machen im Oktober und dann werden ja auch noch ein paar Demo-Versionen von euren Spielen dazukommen und die würde ich dann auch gerne spielen. Ähm, alles im Oktober. Dementsprechend September und Oktober ist eigentlich mehr oder weniger für Events ausgebucht. Und ab Ende Oktober, vielleicht Anfang November, habe ich dann auf jeden Fall volle Zeit, ein eigenes Spiel zu entwickeln. Weil das ist einfach aktuell nicht möglich. Gut. Ähm, ich hoffe, es ist alles ziemlich klar und deutlich erklärt, warum, wieso, weshalb ich welche Entscheidung treffe. Also das heißt auf gut Deutsch, wir machen das, wie es hier steht. Ähm, Tutorial-Vorbereitung ab diesem Samstag, ab 10. August. Hm, war Pegis Idee, alles klar, Neok. Ähm Ach <laughs> oh, ne, Krypton. Ähm, genau. Ähm, ab 10. Äh, August. Ab 10. August werden wir dann gemeinsam ein Tutorial vorbereiten. Diesen Samstag und dann ab Oktober, November werden wir ein eigenes Spiel gemeinsam entwickeln. Ich hoffe, ihr habt darauf Bock. Ihr habt darauf hoffentlich viel Bock. Schreibt es in die Kommentare, wie viel Bock ihr darauf habt. Und ich sage an dieser Stelle, tschüsseli. Danke fürs Zuhören. Tschüsseli.